Internet der Dinge. Und zwar möchte ich da als erstes mit einem Slide beginnen, der ganz gut zeigt, wie sich doch die Infrastruktur und vor allem, wie wir Infrastrukturen heute verwenden, über die Zeiten geändert haben. Das heißt, das sind zweimal Bilder von der Papstwahl, einmal im Jahr 2005 und einmal im Jahr 2013. Und das sieht man schon. Und hier jetzt vor allem aus dem Konsumerbereich ein Beispiel, wo man sieht, dass die Art, wie wir heute kommunizieren, ganz andere Herausforderungen eben auch an die Netzwerkinfrastruktur selbst stellt. Das heißt, wir haben Herausforderungen einmal, was die Endsystem-Heterogenität anbelangt, immer mehr verschiedene Endsysteme, aber natürlich, das zeigt das Bild hier sehr, sehr klar, eben auch eine Endsystem-Explosion. Der zweite wichtige Punkt, der hier herauszuheben ist und wo wir als eine HPE Aruba seit Jahren unsere Kompetenzen haben, dass diese Art der neuen Kommunikation immer mobil stattfinden wird. Das heißt, wir sind heute in der Lage, jede Art von Dienst, die vor, sagen wir, 5 bis 10 Jahren definitiv immer noch über eine Wired-Verkabelung stattgefunden hat, eben vollständig über eine mobile Kommunikationsinfrastruktur abzuliefern, was den Endkunden Vorteile wie zum Beispiel Kosteneinsparungen, Mitarbeitermotivation, erhöhte Mitarbeitermotivation oder eben auch Prozessoptimierung mitgibt. Das heißt, dieses Wi-Fi nimmt die Führung, ist ein ganz wichtiges Thema und die Unternehmen müssen sich heute darauf auch vorbereiten, weil eben diese Trends wie Internet of Things, Industrie 4.0, Bring Your Own Device, das werden alles Themen sein, die mobil über eine mobile Infrastruktur stattfinden. Zeitalter der mobilen Applikationen bricht heran, das ist auch eines unserer Entwicklungsschwerpunkte, wo wir sagen, wir stellen heute eben das Geschäft in den Mittelpunkt. Das heißt, wir sind in der Lage, heute über die Netzwerkinfrastruktur Informationen aufzusammeln, die wirklich das Geschäft unserer Kunden voranbringen. Sei es zum Beispiel eine Wegeanalyse oder zum Beispiel Applikationen, Smartphone-Applikationen, die wiederum Mehrwerte für die Kunden unserer Kunden bieten, wie zum Beispiel Indoor-Navigation oder Push-Notifications in Museen oder in öffentlichen Gebäuden. Mobile UC wird zur Realität, das ist dann eigentlich mehr oder weniger ein Zwang. Das heißt, wenn ich heute sage, ich schneide das Kabel ab, ich habe keine verkabelte Infrastruktur mehr bis zum Access, dann muss ich natürlich auch die Unified Communication Protokolle sauber unterstützen. Und das ist auch eines unserer Entwicklungsschwerpunkte. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Komponenten im Bauch, sehr, sehr viele Softwarefunktionen, die genau dieses Thema adressieren. Echtzeitkommunikation, sei es Video oder Sprache, eben effizient Ende zu Ende auf unserer Netzwerkinfrastruktur. Und jetzt das Thema, wo ich etwas verstärker betrachten müsste, ist Sicherheit wird zur obersten Priorität. Da ist eigentlich die Idee dahinter, das sieht man jetzt nochmal auf dem nächsten Slide, dass es heute nicht mehr reicht, meine Netzwerkinfrastruktur nur am Perimeter abzusichern. Das heißt, jeder Kunde heute setzt natürlich eine Firewall ein am Internetzugang, hat Virus-Walls installiert. Was häufig nicht vorhanden ist, das sind die ähnlichen Themen nach innen gestülpt. Heißt, durch diese Endsystem-Explosion, durch die Heterogenität, durch die Themen, wie sich Unternehmen heute öffnen müssen, um weiter Geschäft zu machen, wie Bring Your Own Device, Internet of Things, ist es jetzt eben nötig, nicht nur den Perimeter abzusichern, sondern ähnliche Konzepte auch auf die interne Netzwerkinfrastruktur umzusetzen. Und da habe ich natürlich andere Herausforderungen. Da habe ich nicht nur diesen einen Punkt, den ich sichern muss, sondern ich habe natürlich x Zugangspunkte, die ich über ganz andere Mechanismen absichern muss. Und zwar ein wichtiger Technologiepunkt, wenn ich solche Konzepte umsetzen möchte, ist der Kontext. Kontext bedeutet ganz einfach, ich muss wissen, wer benutzt denn meine Netzwerkinfrastruktur. Ja, wer ist wann, zu welcher Zeit, mit welcher IP-Adresse, mit welchem User, mit welchem Betriebssystem, vielleicht auch mit welcher Schwachstelle auf meiner Netzwerkinfrastruktur unterwegs. Diese Informationen muss ich idealerweise auch automatisiert sammeln, um dann am Ende des Tages auch wiederum automatisiert eine Entscheidung treffen zu können. In welcher Security-Zone landet er? Ist er compliant? Ist er nicht compliant? Ist es vielleicht ein IoT-Device, was sehr eingeschränkte Protokolle verwenden soll? Und das Ganze eben Ende zu Ende mit einer hohen Visibilität automatisiert umgesetzt. Das ist eines der Entwicklungsschwerpunkte, die wir hier legen. Und hier ganz kurz nochmal dargestellt, was sind wirklich die Aufgabenbestandteile dieses Konzeptes. Erster wichtigster Punkt, ich muss Visibilität schaffen.
Die meisten Unternehmen heute, wenn man fragt, kennen Sie denn alle Endsysteme, kennen Sie denn alle User, die jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ihre Netzwerkinfrastruktur nutzen, schütteln nur mit den Schultern. Das ist einfach unbekannt. Ja? Deswegen ist es wichtig, eben im ersten Step Visibilität automatisiert zu schaffen. Das ist genau eines der Kernbausteine dieses Produktes. Dann zweiter Baustein, eben auch noch den Kontext mitliefern. Das heißt, nicht nur eine anonyme MAC-Adresse oder IP-Adresse liefern, sondern wirklich auch noch die Art des Zugangsmediums, die Applikation, die IP-Adresse, der User, der sich dahinter verbirgt. Und dann eben, und das ist hier eben automatisiert, Rechtewerke zu vergeben. Das ist dann erstmal abhängig von der eigentlichen Netzwerkinfrastruktur, welche Art von Netzwerk, das ich vergeben, welche Art von Policy, das ich vergeben kann. Wenn es eine Infrastruktur von uns ist, dann ist das immer ein Firewall-Regelwerk, was bis zu Layer 7 Regelwerke ermöglicht. Das heißt, ich kann wirklich sehr, sehr genau sagen, was darf er nicht, welche Protokolle darf er verwenden. Ist es vielleicht nur ein spezielles IoT-Device-Protokoll, was hier mittlerweile auch flexibel angelegt werden kann. Oder die ganze Lösung selbst ist natürlich auch infrastrukturunabhängig. Das heißt, wenn ich Switche habe oder WLAN-Komponenten von dem Fremdhersteller, bin ich auch immer in der Lage, hier Policies zu vergeben. Da bin ich aber eventuell etwas eingeschränkt, was dieses Rechtewerk anbelangt. Das heißt, es kann einfach auch nur im schlechtesten Fall ein Ja oder Nein sein, er darf rein oder nicht, oder eventuell nur ein VLAN-Attribut. Wichtig ist das Ganze hier, dass wir das eben auch noch zusammen mit unseren Ökosystempartnern machen, wo wir dann eben ganzheitliche Mehrwerte liefern. Das heißt, das sieht man hier auf der rechten Seite nochmal dargestellt, heißt ganzheitliche Mehrwerte hinsichtlich Betrieb der Netzwerkinfrastruktur, wo ich eben in der Lage bin, zum Beispiel Firewall-Hersteller mit anzuflanschen oder auch MDM-Systeme, wo wir dann weitere Informationen absaugen von diesen Systemen. Das heißt, wir bekommen zusätzlichen Kontext von Ihnen, ja, typischerweise bei einem Mobile-Device-Management-System ist das vielleicht die E-Mail-Nummer, die Telefonnummer. Und das Wichtigste dabei ist auch noch der Compliance-Status. Das können wir jetzt nicht, aber das Mobile-Device-Management-System wird uns helfen, diese Information zu bekommen. Und an dieser Information können wir dann wiederum entscheiden, im Access-Bereich, okay, das Gerät ist compliant, dann bekommt es eben ein Regelwerk, um vollen Zugriff zu ermöglichen, oder das Gerät ist nicht mehr compliant, dann wird es automatisiert in eine Quarantänezone geschoben. Das heißt, wichtig ist, dass wir hier sehr, sehr viele Ökosystempartner haben. Wir haben weit über 120 Use Cases für verschiedenste Ökosystempartner, um dann eben den Kunden einmal ganzheitliche Mehrwerte zu liefern und vor allem einen hohen Grad an Automatisierung hinsichtlich Netzwerkinfrastruktur zu erreichen. Und das können hier oben einmal Themen sein, mehr aus dem IT-Betrieb. Es können aber auch Themen sein, die das eigentliche Geschäft nach vorne bringen, wie zum Beispiel Meeting-Raum-Buchungssysteme, wo wir automatisch Informationen reinschieben, oder zum Beispiel auch Systeme, die am Empfang eines Unternehmens stehen, wo automatisch eine Benachrichtigung kreiert wird für denjenigen, der den Gast eingeladen hat, und wir kreieren gleichzeitig zum Beispiel auch ein Gästeticket in unserem System, wo wir eben verschiedene Funktionen automatisiert zusammenbringen. Software-Kontrolle für Colorless Ports. Colorless Ports, das ist ein Begriff jetzt von unseren amerikanischen Kollegen, was damit eigentlich gemeint ist. Wenn ich heute anschaue, wie viele Kunden Netzwerkinfrastruktur betreiben, ist es oft so, dass die einfach farbliche Patchkabel verwenden. Farbliche Patchkabel deshalb, um die verschiedenen Dienste zu kennzeichnen. Das heißt, ich habe einen Dienst Voice over IP, dann habe ich ein gelbes Patchkabel, oder ich habe IoT, dann nehme ich eben ein rotes Patchkabel, interne IT blau. Ja? So kann ich aber heute nicht mehr arbeiten, weil ich eine hohe Anzahl an heterogenen Endsystemen habe, die komplett unterschiedliche Anforderungen haben. Ja, und ich möchte natürlich auch von dieser manuellen Konfiguration des Netzwerks wegkommen und Automatisierung erreichen. Und das ist genau das, was wir mitbringen. Wir erkennen einmal diese Endsysteme anhand verschiedener Parameter und können dann das, und das ist jetzt hier auch ein interessanter Aspekt, unabhängig, ob sich das Endsystem jetzt auf einer Wired-Infrastruktur aufhält oder ob es eben auf der WLAN-Infrastruktur konnektiert ist, die passenden, kontextbasierten Regelwerke vergeben. Ja, das heißt, man sieht schon sehr viel, sehr stark, wir haben auch den Begriff geprägt, eben Mobile-First-Architektur. Das heißt, diese Themen Wired und Wireless sind bei uns eben aus einem Policy-Framework vorhanden.
Ein anderer schöner Beweispunkt hierfür ist eben dass die Möglichkeit zum Beispiel von einem dieser Switche einen Tunnel zu so einem Controller aufbauen zu können. Und jetzt habe ich plötzlich die gleichen Layer 7 Fähigkeiten, die eigentlich nur der Controller mitbringt, auch direkt an dem Switchport. Das heißt, der Kunde bekommt wirklich ein einheitliches Policy Framework. Der hat nur noch eine Oberfläche, in der er Rechtewerke für Endsysteme konfiguriert, egal ob dieses Gerät auf der Wired-Seite angeschlossen ist oder wireless. Ja, da verschwimmen die Grenzen komplett. Und hier nochmal ganz kurz die vier Säulen unserer Mobile-First-Architektur. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben hier eben eine einheitliche Welt. Es gibt keine Unterschiede mehr, ob der User über WLAN oder LAN die Netzwerkinfrastruktur verwendet. Wir haben eine reaktive Analyse des Netzwerkverkehrs. Das heißt, wir können heute die Performance eines Netzwerkverkehrs und auch der darauffolgenden Applikationen proaktiv monitoren, auch wenn dort überhaupt kein Client konnektiert ist. Heißt so Themen wie DNS-Abfrage, DHCP-Abfrage, Assoziierung, Authentifizierung können wir vorab proaktiv ins Netzwerkmanagementsystem melden, ohne dass ein Client, der dann die eigentliche Netzwerkinfrastruktur benutzen möchte, vorhanden sein muss. Und ich bekomme eben so eine proaktive Visibilität, ich kann proaktives SLA-Management betreiben. Dann Best of Breed Wi-Fi. Wer sich ein bisschen mit darüber beschäftigt hat, der weiß das. Das heißt, wir haben das mächtigste Portfolio, was Access Points zum Beispiel anbelangt in der Industrie und finden so immer das ideale Produkt für die Anforderungen des Kunden. Einmal von der Funktionalität gesehen, aber eben auch was die preisliche Schublade anbelangt. Aussagekräftige Erkenntnisse. Das ist auch eine ganz wichtige Säule, die relativ neu ist. Sie betreiben erst die letzten 2-3 Jahre. Da geht es eigentlich darum, eben diese Informationen, die über die Netzwerkinfrastruktur laufen, zu nehmen und das Geschäft unserer Kunden nach vorne zu bringen. Das heißt, dort sind unsere Ansprechpartner dann die Chief Marketing Officers, die CEOs der Unternehmen, wo ich wirklich Prozesse optimieren kann, wo ich Kundenanalysen betreiben kann, wo ich Heatmaps anhand von Besuchsströmen aufbauen kann, wo wirklich der Kunde auch einen monetären Mehrwert auf unsere Lösung hat. Das heißt, die IT bewegt sich von einem reinen Cost-Center wirklich hinsichtlich, wie kann ich das eigentliche Geschäft mit der IT unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt, wo wir hier sehr, sehr viele Mehrwerte bieten. Okay, unsere Lösung hier nochmal ganz kurz dargestellt. Das ist sozusagen die alte Welt, statisch, Pod-basiert, VLAN-basiert, proprietär. Wir sind dagegen offen. Wir haben ein sehr granulares Regelwerk an Firewall-Regeln in unseren Komponenten verbaut. Das Ganze ist user-definiert, Ende-zu-Ende, wired, wireless, hohe Integration und eben auch programmierbar. Das heißt, über die Ecosystempartner, über APIs, die wir in allen Produkten integriert haben, ist hier eine sehr, sehr hohe Dynamik, ein sehr hoher Grad an interner, automatisierter Netzwerkkonfiguration möglich. Okay, last but not least, das ist schon der letzte Slide. Das heißt, wenn Sie sich etwas genauer mit unseren Lösungen beschäftigen wollen, sehen Sie hier nochmal die vier Themenschwerpunkte, wo wir den Fokus darauf legen. Das heißt Internet of Things, Industrie 4.0, alle Thematiken darum, wenn es umgeht, eben diese Endsysteme effektiv und sauber auf der Netzwerkinfrastruktur zu betreiben, ist ein Themenschwerpunkt. Auf der rechten Seite hier, das läuft unter dem Begriff Mobile Engagement. Das heißt, wie bringe ich wirkliche Mehrwerte zu den Kunden unserer Kunden? Über Indoor-Navigation, über Applikationen, die zum Beispiel in Events den Weg weisen oder eben auch Geschäftsanalyse hinsichtlich in der Shopping Mall zum Beispiel, wo ich eben Heatmaps bauen kann, wie bewegen sich denn unsere Kunden in diesen Bereichen und wie kann ich dann zum Beispiel Werbeflächen effektiver vermarkten, wenn ich die Wegeströme der Kunden in dem Bereich kenne. Smart Buildings, hier nochmal ein wichtiger Punkt, das ist sehr stark verheiratet mit Internet of Things. Und der rechte Punkt hier unten, das ist die sogenannte Generation Mobile. Darunter verstehen wir sozusagen diese Mobile-First-Architektur, wo wir heute unseren Kunden die Idee mitgeben, die Architektur mitgeben, dass er, egal an welcher Lokation dass sich der Mitarbeiter befindet, im internen LAN, im externen LAN, in dem Modell, sehr, sehr einfach, schnell und aus einer Architektur heraus eine Infrastruktur aufbauen können, die ein ganzheitliches und ein hohes User Experience zur Verfügung stellt. Das war es eigentlich auch schon soweit. Kurzer Überblick über unser Portfolio mit dem Schwerpunkt IoT, Endsystem-Explosion. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf dem Infinigate-Bestand noch besuchen. Dort können Sie gerne weitere Informationen von uns einholen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Für uns ist die Messe jetzt zu Ende. Das war die ITSA 2016. Und mehr Informationen zur Messe und zu unseren Beiträgen findet ihr unter itsa16.qsofu.com. Falls ihr keine Lust mehr auf Security und Technik habt, schaut einfach mal in die Endcard. Da findet ihr weitere Informationen zur Gamescom 2016. Da haben wir auch einige Beiträge für euch vorbereitet.